So, und damit hallo und herzlich willkommen hier zum Liga 2 Stream der UFL aus Baku, Aserbaidschan. Gestreamt wird heute von mir, Wulfi Nacht auf 1 und Co-Kommentator ist Red Scharf. Hallo, hallo. 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 Lenzer ist der Erste auf der Strecke. Sam Williams. Ja, ja. Und dann folgt ein Red Bull XK. Das sieht aber sehr nach Abend aus, oder? Das ist hier die Standardzeit, wo die Qualifying gefahren wird. Ich glaube, Qualifying ist relativ spät in Baku. Also es ist auf jeden Fall immer eine andere Uhrzeit als beim Rennen. Ja. Merkt man vor allem an den Lichtverhältnissen in manchen Kurven. Wo ich glaube im Qualifying besser zurechtkomme als im Rennen oder umgekehrt, das weiß ich jetzt gar nicht. Onboard auf die erste fliegende Runde drauf, die Lenze dann gleich fährt. Was mich momentan so ein bisschen enttäuscht, Hyper steht noch an der Box. Ja. Der ist jetzt auch um einer der ersten draußen ist, um mit seine Longruns zu fahren. Ja, eine Runde dauert hier doch relativ lang. Im Vergleich zu anderen Strecken zumindest. Ist ja auch die zweitlängste Strecke im Rennkalender. 6,003 Kilometer. Ja, noch, oder? Soll nicht nächstes Jahr dann Saudi-Arabien länger sein? So ist es. Jetzt kommt der Lenzer auf diese schöne Passage zu Kurve 8, 9, 10, 11. Da muss wirklich alles passen, muss man auch viel Vertrauen haben in sich selbst, da die letzten Hundertstel rauszuholen. XKI war im ersten Sektor rund 3 Zehntel schneller. Ja, Lenzer, das sah auch nicht die erste Kurve, die sah da nicht gut aus. Nur noch erstaunlich viel an der Box. Ja. Fast das halbe Feld, würde ich sagen. Und Lenzer geht da auch. Die Box ist ja auch interessant. Gehen wir XKI, der ist ja auch schnell, hast du gesagt. Genau, und danach kommt der zweite Red Bull. Und so ist Aufzack. Der nochmal schneller ist unterwegs als XKI. Also 39,4. Ist schon mal okay. Und zur Saftsack, ja, 39,3. Bisschen schneller. Dann kommt jetzt Bebo, der jetzt schon mal eine Sekunde schneller fährt. Glaube ich, der nächste. Kommt jetzt gleich über den Strich. Der ist offen. Safte geht auf die 3 nur. Und dann haben wir hier auch das Melvistan, der aber ungültig ist. Und dann fahre ich mal bei Yannick. Bleib ich mal bei Yannick drauf. Auch hallo. Und jetzt kommt dann einiger aus der Box raus. Vielleicht haben wir Danke, Imperium.
Vielleicht haben wir auch alle einige Quali-Sperre und vielleicht fahren sie deswegen nicht raus. Nö. Naja, okay. Wer ist denn Urf Einzel Hülkenberg? Den sehe ich auch zum ersten Mal. Das ist, Fuchs. Wer ist denn Fuchs? Urf Einzel Fuchs. War. Fährt aber auch nicht in Liga 2, sonst hätte ich den ja schon. Hülkenberg, nee, das ist ein Liga 3 Fahrer. Auch indem ich die Sticks bewege ins Cockpit springen, ist ja auch cool. Also in die Onboard. Und Janik nur auf der 5 mit der langsamsten Zeit von denen, die bisher eine gesetzt haben. Didi Paul löst ihn da aber ab. Nur 41,1. Es freut mich, verkünden zu dürfen, dass German Varo auf den Mediums die Strecke betreten hat. Ja, Germany's Varo mit Medium. Also die schnellste Strategie ist hier weich hart. Und die zweitschnellste ist hier Medium hart. Und das ist auch nur eine halbe Sekunde ungefähr langsamer als weich hart. Aber trotzdem mit weich hart startet man ja auch weiter vorne. Und dann ist, Dafür kann German Varo den Burgsektor sehr gut. Ja, vielleicht kann er denn einiges rausreißen. Und die drittschnellste ist hier, weich, medium, weich. Also zweimal weich, einmal medium. Das ist dann auch ungefähr 2,5 Sekunden langsamer als die schnellste. Also kann man auch noch fahren. Alles Angaben, laut der Box. So, German Varo. Ja, man kann ja schauen, wie es dann auch mit Safety Cars aussehen wird. Genau. Ich finde auch, hier in Baku ist der Unterschied zwischen den einzelnen Reifen Härtegraden sehr stark spürbar. Also auf anderen Strecken habe ich das nicht so, aber hier merke ich das richtig. Hier der Medium, der dreht viel leichter durch am Kurvenausgang als der Weiche und der blockiert auch viel eher. Mit dem Harten ist natürlich noch schlimmer. Ich muss mal schauen. Singapur würde ich dann noch sagen, ist auch so eine Strecke. Wir haben hier C4, C3 und C2. So, und jetzt kommt German X-Varo gleich Kurve 8, 9, 10. Genau achten, wie gut er sie kann. Boah, sauber. Vielleicht ein bisschen zu spät eingelenkt, würde ich sagen, für Kurve 8. Ich finde doch beim Rausbeschleunigen da auf diese Vollgaspassage etwas spät aufs Gas gegangen. Harte Kritik von uns. Aber er hat ja letzte Woche auch schon groß Werbung gemacht, ja, wie gut er hier die Passage kann. Und da gibt es jetzt Windschatten vom Teamkollegen, oder wie darf ich das jetzt verstehen? Ja, schaut danach aus, der ist gerade auf einer Outlap. Der ist aber zu weit weg für Windschatten, also das war nix. Das ist kein Windschatten. So, und German X-Varo geht auch nur auf die 6. Der Medium ist hier 1,2 Sekunden langsamer als der weiche Reifen. Wie viel ist er dahinter? Schauen wir mal. 2,3 hinter dem Führer. Ja, das ist dann also eine Sekunde nix. Hinter Yannick, das ist zu viel. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er noch einmal eine Runde versuchen wird. So, aber Hyper. Ich glaube, das kann er eigentlich fast vergessen. Hyper ist draußen auf seiner. Ne, okay, der hat 0. Dann gehe ich mal zu Chris Meldestang. Wer, der hat absolute Bestzeit im zweiten Sektor laut der Karte. Startnummer 36. Ja. Erster Sektor etwas langsamer als der von Bebo. Ist denn insgesamt 5,5 Zehntel, boah, langsamer. Er hat knapp 3 Zehntel auf Bebo im ersten Sektor verloren. Der zweite war fast identisch mit der von Bebo, nur halt ein paar Hundertstel minimal schneller. Ja. Daher Purple. Dann ist jetzt auch Graziano auf die 3 gesprungen. Didi Paul geht in die Box.
FM auf die 8, Hyper auf die 11 mit einer 1. Tillmann jetzt Vollgas. Genau. Ja, auch auf den Mediums. Er und Germanic Suaro die einzigen. Jetzt Imperium auf die 3. Die einzigen auf Medium. Und es geht auf die 9 vor Germanic Suaro. So, Beastie hat auch noch keine Zeit. 1,5 Zehntel schneller als Suaro. Genau. Es wird nicht ausreichen. Hat sich ein Mercedes vertan. Wohl zu viel in dem Rückspiegel geguckt, dabei PC vorbeizulassen. Hyper fährt wieder ohne EAS. Vielleicht hast der sich erstmal ran, hier auch schön nah an die Wand rangefahren, da von Beastie. Hier mit der Startnummer 22, heimlicher Jensen Button-Fan. Und das ist da ungültig! Kurve 12, ich weiß nicht, ob er da außen zu weit raus oder innen abgekürzt. Innen kann man eigentlich ein bisschen, aber außen auch ein bisschen weiter raus. Also weiß ich nicht, was er da gemacht hat. War die Kamera nicht gut drauf, konnte man nicht gut erkennen. XKI verabschiedet sich in Notausgang. XKI, da wollen wir doch mal schauen, in welchen Notausgang ist er denn. Das ist Kurve 2, genau. So, und jetzt geht auch gleich der WM-Leader auf seine schnelle Runde und die möchte ich auch nicht verpassen. Er auch mit dem roten Reifen im roten Auto unterwegs. Und jetzt gibt es sogar noch seinem Teamkollegen Windschatten. Ich denke, so war zumindest der Plan, aber Beastie hat ja eine ungültige Rundenzeit. Und Scholl geht auch wieder an die Box. Okay, dann halt keine schnelle Runde vom WM-Leader. Lenzer hat noch keine Zeit. Ich glaube, der Windschatten hätte aber jetzt da gar nicht mal so viel gebracht, weil vom Beginn, der, wo die Rundenzeit aufgezeichnet wird, bis zur Kurve 1 ist der Weg jetzt nicht so weit. Ich glaube nicht, dass da der Windschatten jetzt einen großen Unterschied gemacht hätte. Mhm. Auf der schnellen Runde hätte ich es natürlich verstanden. Da kann das schon sehr, sehr helfen. Ist ja knapp 2 Kilometer eine Vollgaspassage. Ich weiß es nicht. Also, als Gerade zählt das ja nicht alles. Die längste Gerade hat ja immer noch Abu Dhabi. Ja, aber an sich, da wo XKI jetzt hinkommt, ist eigentlich die letzte richtige Brems, also die richtige Kurve, die man groß spürt. Danach bleibt man ja Vollgas. Mhm. Außer ja, vielleicht da in diesen Links-Rechts-Sektor, wenn dann das Heck ausbricht. Je nach Setup. Antonio Giovinazzi, ich will Bebo hier. Ja, im Regen sind aber die Kurven, was ist das da denn? 19, 20 müsste das denn sein. Schwierig. Mit Vollgas. Also da werden das dann schon... Ja, das ist Kurven. Richtig, ja. Aber wie wir vermeldet bekommen haben, es wird nicht regnen. Mhm. Beide Renault sind hier auch direkt hintereinander. Bebo vor Yannick. Bebo immer noch mit dem riesen Vorsprung auf Provisional Pole. Nur eine halbe Sekunde ist durchaus ein Brett. Gibt aber auch noch einige, gut vier, die keine Zeit gesetzt haben. Ja, und darunter Scholl, der den Medium jetzt aufgezogen hat. Oh, das wird dann auch nochmal interessant zu sehen. Bebo jetzt absolute Beste im zweiten Sektor laut der Karte, aber 13 langsamer in der Addition. Ich glaube, die Runde wird er abbrechen und dann nochmal einen Versuch starten, was dann ja auch der letzte sein wird. Das wird, wäre für mich zumindest das Logischste. Dann gehen wir mal hier schon mal auf Yannick. Und er geht an die Box. Genauso ist es so, Yannick. Was macht er? Er wird wohl auch an die Box fahren, sonst würde er nicht so weit links fahren. Er nutzt doch keine EAS. Also. Genau, ja. Gut. So, Scholl. Lenzer hat jetzt auch die Mediums oben. Okay. Ja, ich würde gerne gleich bei Scholl schneller Runde draufbleiben und er ist auch der Nächste, der wirklich schnell fährt, weil Hyper ist auf seinem Long Run. Ja. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung von Scholl ist, weil die allerschnellste Strategie, die ist hier nämlich ohne den Medium-Reifen vorhergesagt. Vielleicht spekuliere er ja auch auf sowas wie ein Safety Car oder VSC.
Kann natürlich strategisch auch wieder einiges zusammenwürfeln. So, bleiben wir on board hier bei der schnellen Runde von Scholl. Das ist auch sein, ja, je nachdem wie viel Sprit er dabei hat, seine letzte oder halt seine vorletzte Chance, hier eine schnelle Runde zu fahren. Kommt etwas wie Schatten von einem Red Bull. Wenn er jetzt sich den Flügel kaputt macht, dann war's das. Na, die Runde, die muss schon ohne Fehler sein, also ohne Mauereinschlag. Weil ich das bislang in den Qualifying-Session jetzt gar nicht mal gesehen hätte. Kann ja natürlich trotzdem sein, dass das passiert ist und wir haben es einfach nicht. Ja, 35-0 im ersten Sektor für Scholl. Jetzt Kurve 8, 9, 10. 35-0 ist knapp 4 Zehntel langsamer als Bebo. Das sieht denn gut aus für Bebo momentan oder schlecht aus für Scholl? Bebo ist auch an der Box geblieben. Von okay, dem kommt nichts mehr. Oh, fährt er hart über den Körper. Ob das so gut ist, kann man später aufs Gas. So, und jetzt bekommt er dann nochmal Windschatten von seinem Teamkollege. Ne, das ist nicht sein Teamkollege, oder? Auf jeden Fall, boah, hätte das fast einen Auffahrunfall gegeben. Das hat der Beastie da ein bisschen verschlafen. Zu spät wollte er da Vollgas geben. Und mal sehen, wo es für Scholl hingeht. In Barcelona ist er ja nur von 11 gestartet, in Monaco war er nicht dabei und hier geht's auf die 6. Ja, mal schauen, inwiefern sich jetzt die anderen noch verbessern werden. Ja. Ob das für die Top 10 reichen wird oder nicht. Ist er hier mit der 39, ja, 40,5 hat Tillmann, sind schon 1,3 Sekunden, das ist schon ordentlich. Und jetzt gibt hier auch Scholl dem Beastie Windschatten, hat er besser gemacht. Jetzt bist du vorher bei ihm. Aber ich denke auch mit Windschatten. Ja, vielleicht hätte er Yannick kriegen können. Imperium ist da auch noch, wäre auch nicht in Reichweite gewesen. Naja. Ich muss sagen, ich weiß jetzt gar nicht genau, was Bebo noch auf der Strecke macht. Das weil weiß ich Zeit auch nicht. Kann er nicht mehr setzen. Outlip. Vielleicht will er noch. Vielleicht will er noch, dass übernimmt er die KI, ja, genau, also, dass seine KI ein bisschen die Konkurrenz behindert. Oder Beastie wieder ein bisschen über dem weißen Strich. Da gelbe Flagge, aber ich glaube, das war nur wegen dem Red Bull, der da Platz gemacht hat. Na, Beastie würde ich sagen, ist auch auf einen guten Platz in den Top 10 aus. Und jetzt will ich aber noch mal sehen, wie gut German X-Fahrer die Burg kann. Boah, schön. Ja, aber Kurve 11 versaut er den immer ein bisschen, da verpasst er den Scheitel. So, und für Beastie ging es auf die 6, ja. Saftzack wollte die Runde abbrechen und ist so ein bisschen in die Boxenmauer gefahren. Ja, und wie, du hast ja gerade gesehen, wir haben noch nicht wen gesehen, der in die Mauer fährt. Gerade ist FM auch in die Wand gefahren, wo ich da gerade live drauf geschaltet habe. Chris Melvistan ist in der Zwischenzeit relativ nah an Webo gefahren. Chris Melvistan auf die 2. Hyper ist ungültig. Wer ist denn da denn noch unterwegs? Da kommt auch noch Yannick und hinter Yannick ist auch noch ein Williams. Der Williams, das ist Lenzer. Und Lenzer geht auf die 13 vor. Jetzt kommt German X Varo. Imperium auf die 1. Ein Tausendstel. Kommt German X Varo nur auf die 4 und damit ist das unsere Startaufstellung. Ein Tausendstel. In Monaco war Imperium noch im Niemandsland, was die Zeit.